Ja, hallo meine Freunde, herzlich willkommen bei meinem neuen Update, sag ich mal. Ja, es hat sich einiges angesammelt. Oh ja, einiges. Da werden noch einige Videos kommen auf jeden Fall. Ja, heute zeige ich euch mal eine kleine Bestellung von den Cyberpiraten. Ja, ich habe letztens mit meinem besten Freund Filmben87, check mal seinen Kanal ab, mit denen habe ich letztes Mal bestellt. Ja, gestern habe ich die Ware abgeholt. Ja, und jetzt stelle ich euch die im Kurzen vor. Es sind ein paar Kleinigkeiten dabei, nicht allzu teuer, sage ich mal, teilweise auch günstige Filme dabei. So, das meiste waren, glaube ich, bis 3 bis 4 Euro so die Filme. Das teuerste, sage ich mal, und die günstigsten so bis 2 Euro bis 1 Euro. So, dann fange ich mal an mit dem ersten Film. Das war auch ein spontaner Griff. Einmal Summer's Moon im Metal Pack. Ja, also ich habe es mir durchgelesen, ich habe den Trailer auch schon gesehen, also ich muss sagen, nicht schlecht. Ich bin mal echt gespannt, wie der Film so ist. Ja, könnt ihr euch am besten selbst mal durchlesen. Ja, das ist ein Metal Pack. Summer's Moon. Ich bin mal echt gespannt, wie der ist, der Film. Der ist ungeschnitten. Da. Ich glaube, der war ab 18, glaube ich. Ich bin jetzt nicht mehr zu 100% sicher. Steht das überhaupt hier drauf? Ja. Steht nirgends drauf, aber ist auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, 18 war der Film oder 16. Ja, Summer's Moon, also der Trailer war auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Ich meine, für 1 Euro ein Metal Pack, ich glaube 1,99. Habe ich mir das gesagt, komm, nehme ich mal mit. Ja, bin ich mal echt gespannt. Also soll, glaube ich, auch hart sein, auch was da steht mit der Mutter da. Ja, bin mal echt gespannt. Das war Summer's Moon. KSM Records. NSM, Entschuldigung, NSM. Bin ich mal echt gespannt. Und weiter geht's mit dem nächsten Film. Einmal Siegburg, Uncut-Version mit dem Schauspieler von American History X, Edward Furlong. Bin ich mal auch echt gespannt. Ein Uwe Boll-Film. Der soll ja auch nach einer wahren Geschichte gewesen sein. Haben sie halt so einen Jungen gequält in einer Tour und das wird dann auch halt hier gezeigt. Haben sie ihn so lange gequält, dass er sich selbst aufgehangen hat. Und spielt sich alles in der Zelle ab. So habe ich das aus dem Trailer entnommen. Und mal ein bisschen nachgeschaut im Internet. Also auf YouTube eher gesagt. Hat das einer erzählt, dass sich der Film halt nur im Gefängnis abspielt. Ich bin auch mal echt gespannt, wie der Film ist. Soll auch sehr hart sein, so wie ich das gehört habe. Ja, geht 87 Minuten. Glaube ich auch ab 18, ja. NSM Records. Ja, auch ein schönes Metal Pack. Ich glaube auch für 1 bis 2 Euro war das, glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Ja, kann man auch nichts zu sagen, finde ich. Sieht sehr schick aus. So, habe ich mir noch ein Schnäppchen geholt. Einmal Azumi. Im Director's Cut, auch im Metal Case. Ja, auch limitiert. Azumi, die furchtlose Kriegerin. Ja, habe ich letztens auch beim Dingo gesehen, aber es war jetzt Zufall, dass ich mir den auch geholt habe. Also ich hab mir den schon geholt und habe das Video dann von Dingo gesehen. Liebe Grüße an Dingo 1978, glaube ich, war das. Ja, liebe Grüße, wenn du das siehst. Auch von NSM. JK geprüft. Ja, bin ich auch mal echt gespannt. Ich mag ja auch solche Filme. Asiatische, japanische Kampffilme. Geht 137 Minuten, kann ich auch nichts zu sagen. Ja, sonst am besten selbst mal im Durchlesen. Ja, im Moment ist das. Ja, im Moment sind die Lichtverhältnisse auch ein bisschen komisch hier bei mir im Zimmer. Sonst selbst mal im Durchlesen. Auf Pause drücken. Wenn das irgendwie geht. Ja, auch glaube ich für 2 Euro oder 1 Euro, irgendwie so um den Dreh war das, glaube ich. Auch sehr schick. Ja, jetzt geht's weiter mit noch einem Film.
Da habe ich auch den Trailer zuerst gesehen, bevor ich mir den geholt habe. Und das ist einmal The Reeds. Das ist halt so eine Gruppe, die machen Ausflug mit dem Boot in so ein Schilfgebiet. Ja, so Krokodil Dundee-mäßig, so ein Schilfgebiet, wo die ganzen ja, Tiere rumkriechen. Und dann ja, treffen die auch so einen ja, Freak, sag ich mal, so einen Massenmörder. Also der Trailer war auch nicht so allzu schlecht, sag ich mal. Bin ich mal echt gespannt, wie der ist. Ja, sechs Freunde, wie immer. Bootstrip. Ja, bin ich mal auch echt gespannt, wie der Film ist. Ich mag ja auch solche Filme. Geht 82 Minuten, hat auch auf jeden Fall Wendecover, ist ab 18, ist ungeschnitten. Ja, das war The Reeds. Bin ich mal auch echt gespannt, wie der ist. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Film. Einmal Stadt der Gewalt, Jackie Chan. Habe ich auch vor längerer Zeit mal gesehen und habe gesagt, oh, richtig geiler Film. Sonst mag ich ja nicht allzu viele Jackie Chan Filme. Auf den auf jeden Fall. Das ist Uncut im Schuber. Zwei Disc-Set ist das von UKSM. So ein Pappschuber, aber der Pappschuber ist auch gut stabil, sag ich mal. Ja, so sieht es von hinten aus und hier das gleiche eigentlich. Ja, Stadt der Gewalt. Geht 115 Minuten. Ja, das am besten mal durchlesen hier, wenn es geht. Ja. Pause drücken. Ja, auf jeden Fall, der ist richtig heftig. Auch heftige Sprüche teilweise dabei. Hat auf jeden Fall Wendecover. Ja, den Film also fahre ich auf jeden Fall ab. Ich glaube auch für 2-3 Euro auf jeden Fall. Das ist auch manchmal auch bei Cyberpiraten oder manchmal diese Preissenkungen. Kann man gute Schnäppchen machen. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Film. Auf jeden Fall, auf diesen Film bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie der ist. Das ist einmal Chained. Der soll ja auch richtig heftig sein. Habe ich zumindest mal irgendwo gehört. Ja, nach einem Kinobesuch verschleppt der Taxifahrer. Ja, das ist doch der gute alte Private Paul. Aus Full Metal Jacket. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, es ist halt ein Taxifahrer, der halt, ja, glaube ich, eine Familie oder was steht auch seine Mutter entführt und den Jungen halt komplett in Ketten hält, ihn großzieht, ihn als Sklave hält. Geht 90 Minuten, ist komplett ungeschnitten. Hat auf jeden Fall auch ein Wendecover. Ja, ist ab 18. Ja, bin ich echt gespannt, wie der ist. Der soll auch richtig hart sein, glaube ich. In Ketten. Ja, das war der Film. Jetzt kommen wir auch zum Film, der 99 Cent gekostet hat. Einmal The Bunny Man Massacre. Bin ich mal echt gespannt. Also der Trailer war auf jeden Fall witzig. Ja, einfach mal spontan mitgenommen. Auch von NSM Records. The Bunny Man Massacre. Auch so ein Trash-Film. Also ein bisschen so Slasher-mäßig ein bisschen auf. Bin mir echt gespannt, wie der ist. Also der Trailer war ja halt, ja, ging, sag ich mal, nicht allzu schlecht und so. Ich bin mal echt gespannt, wie der ist. Sonst einfach mal selber eben durchlesen hier. Ja. Bin ich mal echt gespannt, wie der ist. Ist auch ab, ja, 18 ungeschnitten. Wendecover. Dann ist dieses Uncut hinten drauf und hier ist halt nichts drauf hier vorne. Bin ich mal echt gespannt. Ja, 85 Minuten. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Film. Einmal, ja, Killing Zoe. Auch ein älterer Film. Produziert von Quentin Tarantino. Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds. Ist auch einer von den älteren Filmen. Wurde nochmal, ja, nochmal nachgemastert, sag ich mal. Bin mal echt gespannt, wie der ist. Also ich habe den damals mal gesehen, das ist schon ewig lange her. Lief auch kurz im Fernsehen, ist glaube ich ein 90er Film, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auch richtig hart soll der sein. Halt, die wollen eine Bank überfallen, einiges läuft schief, nimmt Drogen, sind ja heftig drauf, Amoklaufmäßig steht auch alles hier drauf. Sonst am besten mal auf Pause machen und durchlesen, Leute. Ja, dann wisst ihr auch, was Sache ist. Ja, geht genau, muss ich kurz gucken, 91 Minuten, ist ab 18, hat auch jeden Fall auch ein Wendecover, habe ich schon gewendet alles. Ja, Killing Zoe, Banküberfallfilm. Ja, bin ich echt gespannt, wie der hier ist. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Film. War auch ein spontaner Kauf, habe ich auch einfach so eingepackt da. Einfach nur geguckt, ja, Trailer auch nicht schlecht. Am Rande der Nacht. Mos Def macht da mit, Scott Glenn. Brenda Fraser.
Bin ich gespannt, das ist auch so ein alt Unterweltler-Film mit Drogendeals und so und Brasilien, São Paulo, gefährlichste Städte der Welt. Bin ich mir echt gespannt, so eine Art Untergrund-Mafia-Film mit Drogenhändlern und so. Ja, Mos Def ist eigentlich auch fast, kennt eigentlich auch fast jeder, glaube ich mal. Mos Def ist halt ein Rapper. Ja, aus den 90ern. Ja, Mos Def. Er hier spielt ja auch in den Filmen mit, die Mumie. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, war das, glaube ich, eher. Ja, der ist ab 18. Geht 85 Minuten. Ja, und das stand da so drin. Also, das stand da drin, am Rande der Nacht. Veröffentlichung: Teil Journey of the Night. Label, Film und DVD sind identisch geblieben. Das ist der hier. Ja, das stand war hier so mit drin. Ja, meine Freunde, das war jetzt meine Ausbeute von den Cyberpiraten. Checkt mal die Seite ab, cyberpiraten.org, glaube ich, war das, oder Bindestrich. Sollte einfach mal bei Google eingeben. Ist ein sehr guter Shop. Bietet auch günstige Filme an für 1, 2 Euro. Ja, das war meine Ausbeute. Ich habe noch einiges hier auf Lager. Ich werde jetzt nach und nach ein paar Videos abdrehen und die hochladen in Parts. Ja, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert mich und ja, das war's heute. Bis zum nächsten Mal. Peace.